Der richtige Knaller. Ich habe eine Freizeitmesse besucht. Und dort habe ich gelernt, wo der deutsche Ausspruch "Du kriegst die Tür nicht zu" herkommt. Aber zuerst ein paar Gedanken zum Thema deutsch-französische Freundschaft. Deutsche und Franzosen, wir sind Freunde. Deshalb, weil wir sind offiziell Freunde, weil das steht im Vertrag. Hein? 1963 gab es, was? Genau, der Élysée-Vertrag. Das war ganz wichtig, weil wir sind seitdem Freunde. Eigentlich finde ich es gut, dass wir Freunde sind, weil früher haben wir uns immer so Kriege gemacht und so und jetzt nicht mehr, weil wir sind wegen dem Vertrag. Also von uns auch Franzosen, den habe ich gleich. Hätten wir nicht unbedingt einen Vertrag machen müssen, aber Sie, liebe Deutsche, Sie haben darauf bestanden. Und das ist einfach so, dass wir, also, wie soll ich das sagen, wir helfen uns gegeneinander. Das finde ich einfach toll. Hä? Wir gucken den Film. Heute mein Thema: deutsch-französische Freundschaft. Was wäre, wenn Ihre Tochter einen Franzosen mit nach Hause bringen würde? Wäre das in Ordnung, solange sie sich nicht... Es kommt doch nicht darauf an, ob das ein Franzose ist, sondern ob er Herz und Hirn hat. Herz und Hirn. Braucht man wirklich eine deutsch-französische Freundschaft oder wäre eine deutsch-türkische Freundschaft nicht viel wichtiger? Französisch weiß ich nicht so. Ja, ne? Würde ich sagen. Ja? Oder eher wie türkisch, ne? Oder? Sie klingen nicht begeistert, was nee. Nee, nee so überhaupt nicht. Bin ich begeistert. Nee. Französisch nichts? Nee, nicht so unbedingt. Nicht? Nee, nicht so unbedingt. Eigentlich gar nicht von denen. Also deutsch-deutsche Freundschaft. Genau. Es gibt viele Klischees über die Franzosen. Zum Beispiel, mit was läuft angeblich jeder Franzose unter dem Arm rum? Achselschweiß. Gefällt Ihnen ein bisschen was bei Frankreich, bei den Franzosen oder gar nichts? Eigentlich gar nichts. Eigentlich gar nichts. Nichts. Die Reporter, die französischen Reporter? Ja gut, die sind natürlich gut und sind ja auch geschult. Das und im Bett sind die auch sehr gut, die Franzosen. Das hast du gesagt. Das weiß ich doch nicht. Sie haben nie einen Franzosen ausprobiert? Ja, mir haben sie erzählt, die Polen sind besser. Ja. Die Polen sind besser. Hör auf. Wären Sie dafür, um die deutsch-französische Freundschaft voranzubringen, deutsche Männer mit französischen Frauen zu kreuzen? Ja, ja. Würden Sie selber sich kreuzen lassen? Ich bin 67, junger Mann. Wenn Sie jung wären, würden Sie sich wieder sehen? Ja, ja, ja. Mit einem Franzosen ja, kreuzen? Ja, ja. Ich war in der Südfrankreich war ich in der Provence, ja? Monaco. Mhm. Gab es da Kreuzungsversuche? Wären Sie dafür, um die deutsch-französische Freundschaft voranzubringen, deutsche Männer mit französischen Frauen zu kreuzen? Das fragst du einen 80-Jährigen. Das ist mir so Schnuppe, ob die sich kreuzen oder nicht. Ja? Ja. Und wenn Sie wieder jung wären? Ja, das wäre ganz was anderes. Dann würden Sie... Ja, natürlich. Die Deutschen haben von den Franzosen die Liebe zum Wein kennengelernt. Was könnten die Franzosen denn Typisches von den Deutschen bekommen? Den Döner. Hallo.
Freizeit, das klingt nicht deutsch. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Der Deutsche, er kann schon Freizeit machen, aber die muss einfach gestaltet sein. Und vor allem, die muss pünktlich anfangen. Mit Anfahrtskizzen, Proviant, die perfekte Ausrüstung. Und dann kann sich der Deutsche mit gutem Gewissen erholen. Wer sich informieren will über das, was er in seiner Freizeit machen kann, der geht zu einer Freizeitmesse. Ich war auch auf so einer Freizeitmesse, aber ich war nicht in meiner Freizeit da. Für mich, das war Arbeitszeit. Heute mein Thema. Freizeitmesse. In so einer deutschen Freizeitmesse findet man alles, was dem Deutschen in seiner Freizeit Spaß macht. Putzen und Fußpilz. An einem Stand gab es ein Produkt, der als Weltneuheit angekündigt wurde. Und das spritzt nicht mehr, das verkalkt nicht mehr. Wo kommen Sie her? Aus Osnabrück. Und in Osnabrück ist es neu, eine Dusche. Ja. Übrigens, in so einer Messe, man trifft viele interessante Menschen. Laufen Sie immer so rum, oder? Jetzt nur aus Werbegründen. Ach so, das ist Werbung. Für was werben Sie? Für Wohnwagen, Mobil, also Campingwagen. Für Campingwagen Sie werben? Tja, ich hatte eigentlich gedacht für Zahnpasta. Oder Streifenhörnchen. Haben Sie schon probiert, so ein Wohnmobil zu fahren? Ich habe keinen Führerschein. Tja, das ist ehrliche Werbung. Am nächsten Stand wurden stärkende Naturprodukte präsentiert. Steckt Selbstvertrauen, steckt Sehleistung für das sexuelle Verlangen. Sexuell gut? Ja, riechen Sie mal. Schönen Tag noch. Beim nächsten Aufsteller gab es Kabinen für medizinische Tiefenwärme. Besonders stolz war er auf seine Firmenphilosophie. Wir arbeiten nur mit deutschem Personal. Hatten Sie schon einmal probiert mit einem ausländischen Mitarbeiter? Und? Kurze Zeit waren Sie weg. Hatten Sie schon einen Türke in der Werkstatt? Was habe ich? Ein Türke, das ist so eine Nationalität. Nein, also lieber nicht. Das Einzige aus seinem Stand, was nicht aus Deutschland kam, das war eine Kabine aus China. Das hatte er, um den Kunden etwas zu zeigen. Den Unterschied von deutscher Qualität, deutscher Herstellung und China-Produktion. Ja. Die Kabine will ich nicht verkaufen, weil die China war es Müll ohne Ende. Ja? Ja, ganz arme Technik. Die kriegt keinen TÜV, das ist Müll. Müll. Allein schon hier, schauen Sie mal hier die Türe. Ah. Lachhaft. Zeigen Sie mir eine deutsche Tür. Die ging nicht zu, die Tür, die deutsche Tür. Ja gut. Tja, wenn die deutsche Tür zugeht, dann verliert sie ihren TÜV-Schein. Er hat mir aber gezeigt, wo der Vorteil der deutschen Tür liegt. Die deutsche Tür hat Magnetverschluss. Ja, aber werfen Sie wie eben? Na gut, dass die deutsche Tür nicht richtig zuging, war bestimmt ein Symbol für die deutsche Gastfreundschaft. Für das Wohlbefinden gibt es auch Produkte und dort kann man die auch testen. Sie können es auf den ganzen Rücken einstellen, können eine Teilmassage machen, nur die untere Hälfte eine oder nur die obere Hälfte. Ich hätte gerne eine Teilmassage. Ja, welche? Für den unteren Bereich? Ja, Teilmassage. Teilmassage für den unteren Bedarf. Teilmassage, nicht Teil. Ach so, nee, dann habe ich kein Interesse. Dankeschön. Ja. Zum Schluss habe ich einen Stand gesehen mit einem überraschenden Produkt. Ein Stein mit kosmobiologischer Energiekräfte. Ich habe den Verkäufer gesagt, das ist bestimmt schwer zu verkaufen. Haben Sie ein paar Tricks, damit es wirklich funktioniert? Nein, überhaupt keine Tricks. Ich bin ganz neu, ich mache das heute den ersten Tag. Er hieß Gerd
und ich habe ihm viel Glück gewünscht. Und gleich kamen schon Interessenten. Also ich nehme mal so ein bisschen Butter und schmiere das Butter hier drauf, ne? Sehen Sie? Ne? Den Fettfleck sollte er wegwischen mit Wasser, was vorher kosmobiologische Energie vom Stein bekommen hatte. Sie werden feststellen, ne? Das wird alles. Ne? Gerd hat 5 Minuten drauf rumgerubbelt und nichts ist passiert. Der Fettfleck war noch da, aber die Interessenten waren alle weg. Er hat mir verraten, dass er den ganzen Tag noch nichts verkauft hat. Er hat mit mir dann Bilanz gezogen. Also das werde ich wohl morgen das letzte Mal verkaufen. Sie wollen es nicht mehr verkaufen? Nein, auf keinen Fall. Wieso? Nee, weil ist das so, ne? Würden Sie den Stein für 35 Euro kaufen? Nee. Nee, sehen Sie. Nee, so, wem soll ich das andrehen? So viele dumme Leute laufen auch nicht rum, die das kaufen. Wenn ich einen Idiot finde, schicke ich ihn zu Ihnen. Das wäre eine super Idee. Also Sie wollen keins, ne? In Deutschland, sie haben viele Traditionen. Gut, in Frankreich, wir haben auch Traditionen. Zum Beispiel streiken, das ist eine Tradition von Frankreich. Eine andere Tradition in Deutschland, die wichtig ist, das ist Schützenfest. Viele Leute, die sich viel vorbereiten auf dem Schützenfest, die machen so einen Umzug und so lange im Voraus vorbereiten. Wichtige Tradition in Deutschland. Deshalb, ich habe die mir angeguckt. Normal. Heute mein Thema Schützenfest in Friedrichsbrunn. Um genauer zu sein, das ist der Schützenumzug von Friedrichsbrunn. Alle Schützenvereine der Gegend machen einen Umzug und holen die Schützenkönige ab. Mit dem Marschieren, den Salutschüssen und auch noch die Musik, das kam mir aber sehr militärisch vor. Ist nicht militärisch. Also wir haben manchmal auch das, dass wir uns aufstellen und dann auf Kommando auch schießen. Ja? Also, dass dann gezählt wird, 1, 2, 3 in der Reihenfolge oder alle gleichzeitig. Aber ist nicht militärisch. Nicht militärisch, nein. Im Gleichweg. Marsch! Da bin ich aber froh, dass es nicht militärisch zuging. Schließlich sollte zuerst der Kinderschützenkönig abgeholt werden. Rechts! Um. Zur Abholung des Kinderkönigs, Ehrenabordnung, Marsch! Und so werden in Deutschland die Kinder abgeholt. Ja. Beim Buffet ist mir aufgefallen, zwischen den Sportschützen gab es auch ein paar richtige Jäger. Die haben ihr Jagdtrophäen zum Teil an ihren Hüten getragen. Diese beiden haben wohl jeder ein Sofakissen erlegt. Als nächstes stand die Ehrung der gefallenen Soldaten der Region auf dem Programm. Das war dem Chef Dieter sehr wichtig. Er wünschte sich, dass alles exakt funktioniert. Hat es auch. Fast. Zuerst klappte es gar nicht mit dem Gleichschritt. Dann hatten sie sich wieder gefangen, aber wenn sie auf den grünen Mann achten, nicht für lange. Es gab ja noch die Salutschüsse, das Wichtigste. Darauf setzte der Chef seine
letzte Hoffnung. Zu Ehren unserer verstorbenen Schützenbrüder, hoch, legt an, Feuer! Danach war Dieter so durch den Wind, er ist bei der nächsten Kreuzung falsch abgebogen. Und der ganze Umzug hinter ihm her. In eine Sackgasse. Also mussten alle wieder zurück. Es war ein bisschen chaotisch, der Schützenumzug, nicht? Gleich zeige ich Ihnen, wie das weiterging. Ja? Aber mit dem Gleichschritt, das hat trotzdem nicht geklappt. Wissen Sie, dass der Gleichschritt in Deutschland, das wurde eingeführt von Fürst Leopold I. Früher gab es keinen Gleichschritt. Keine Ahnung, was die vorher gemacht haben. Vielleicht sind die gehopst oder so. Aber jetzt ist Gleichschritt ist überall. In Deutschland auch immer noch. In der Bundeswehr gibt es Gleichschritt, aber natürlich wie immer in Deutschland, das ist genormt. 114 Schritte pro Minute. Das muss sein, Vorschrift. In Frankreich, das sind 110 Schritte pro Minute. Wir haben es nicht so eilig. Aber zurück zu unserem Schützenumzug. Wo war ich nochmal? Wo waren wir? Ah ja, ja, der Dieter, der falsch abgebogen. Das war total doof für ihn, weil eigentlich, er wollte das sehr ordnung und diszipliniert machen. Aber ist nicht so richtig. Ganz aus war es mit der Disziplin, als am Straßenrand mehrere Anwohner mit Tablets voller Schnaps auftauchten. Der Umzug wurde für eine kurze Zeit unterbrochen. Was ist das? Holunderblütenschnaps. Holunder. Alter, der hier. Na gut, alles probieren wir mal. Zum Wohl. Danke. Komm doch mal her mit dem Ding. Also für eine relativ kurze Zeit, weil es mussten alle Schnappsorten ausprobiert werden. Ja. Warte mal, warte mal. Und den muss ich so hier noch mal probieren. Nee, erstmal letzte Station. Auch gut? Auch gut. Zum Ende gab es noch einen letzten Schnaps auf dem Tablett. Na, danke schön. Dann nehme ich den auch noch. Ja, dann ist es leer alles. Ich dachte mir, bevor er mir ins Koma fällt, bitte ich ihn, mir die Tradition des Schützenvereins in zwei Worten zusammenzufassen. Naja, die alten Werte. Zwei Worte. Schießen und saufen. Naja, saufen will ich nicht so sagen, aber zusammen sein, Gemütlichkeit und so weiter. Ja, also saufen. Jawohl. Wunderschön. Jetzt werde ich mal wieder gucken, ob es da unten noch was gibt. Als wir den Umzug wieder eingeholt hatten, haben wir gesehen, der Chef Dieter steckte in Schwierigkeiten. Denn inzwischen ging alles durcheinander. Zum Defilé der Majestäten! Feinabordnung, Ehrenabordnung und Majestäten heraustreten! Zum Defilé! Im Gleichschritt! Welche Richtung? Marsch! Und vom Gleichschritt keine Spur. Und zum Schluss hörte keiner mehr zu. Marsch! Die Luft war raus, der Umzug war beendet. Am Ende habe ich noch jemand im Auto wieder getroffen, den Schnapstester von vorhin. Er hat mir aber gesagt, keine Sorge, er fährt nur kurz zur Tankstelle zum Bier holen. Thank you.
In den dritten Programmen von der ARD gibt es keine Werbung. Wenn es Werbung gäbe, dann hätten die Sender mehr Geld, dann könnten die alles hier renovieren, die könnten größere Aufrüstung kaufen, noch längere Filme machen. Nicht nur das, in der Kantine von den Anstalten, dann gäbe es nicht nur Nudeln und Gulasch und Salat, sondern es gäbe auch Pizza vier Jahreszeiten mit Doppeltkäse und richtig tolles Lachs mit Schweinegulasch gemischt. Und dann wären die Mitarbeiter von SR, von SWR, von MDR, NDR, die wären alle fett. Deshalb gibt es keine Werbung in den dritten Programmen. Ich möchte Ihnen jetzt einen Klassiker zeigen. Diesen Film, den hatte ich gemacht, weil es ist mir aufgefallen, dass der Mensch, der ist sehr gerne mit Tieren zusammen. Es kommt darauf an, mit welchen? Ja klar, mit Ameisen zum Beispiel, nicht wirklich. Sonst gibt es Frosch, aber Frosch, das ist so eine, es ist besser Frosch in Deutschland als in Frankreich, weil in Frankreich sind viele amputiert. Auch eine Pizza? Ja. Was für ein? Margarita, Käse und Froschschenkel. Doppelt. Doppelt? Als Frosch, da stellt sich dann die Frage, was ist schlimmer, von einem LKW überfahren zu werden oder von einem Vollkornumweltschützer angefasst zu werden? Das muss jeder Frosch für sich selbst entscheiden. Und, danke schön. Warum erzähle ich das alles? Wegen dem Klassiker. Ah ja, stimmt. Ich habe einen Film gemacht über Tamaranken. Das ist, er macht Pferde für Medizin. Umgekehrt. Medizin für Pferde. Aber alternativ. Vollkornmedizin. Ja. Genau. Ich war bei ihm. Tamaranken. Heute mein Thema. Tamaranken. Das ist Tamme und so läuft bei ihm eine typische Pferdebehandlung. Zuerst will er gucken, wie das Pferd läuft und dann renkt er den ein. In diesem Fall war der Nacken nicht in Ordnung, bei diesem war das der Bein. Der weiß, was er macht, haben Sie keine Angst. Er ist Profi. Es kann allerdings sein, dass einige überrascht werden von der Diagnose, wie zum Beispiel bei dieser Dame. Der läuft gut, aber die Frau, die läuft schlecht. Der Meinung bin ich nicht ganz, weil das Pferd läuft auch ein bisschen bescheiden. Ja, wie die Frau. Ja, wen wollen wir denn jetzt erst eindrängen? Frau läuft auch nicht korrekt. Die Frau hat an der linken Seite auch in den Lendenwirbel ein Problem. Sie lässt die rechte Schulter hängen. Und wenn die rechte Schulter wieder in Ordnung ist, hebt sich gleichzeitig auch die rechte Brust. So haben wir doch, ja, das ist Lifting auf Ostfriesisch. Ja. Tamaranken liebt die Pferde und er passt sehr auf. Selbst bei Medikamenten wird dem Zufall nicht zu. Bevor ich meinen Pferden irgendwo eine Spritze gebe, mit homöopathischen Dingern, probiere ich das doch an meiner Frau aus. Ja, nicht? Ja, klar. Bei so einem besonderen Mensch will ich natürlich mehr wissen. Ich habe deshalb seinen Vater ausgefragt. Hat er Kinder? Leider nicht. Nee. Warum? Ja, das weiß ich nicht. Zu spät geübt oder ich weiß nicht. Auf Tammes Hof gibt es auch einen Zahnarzt und ich durfte helfen. Für das Wohlbefinden der Pferde gibt es nicht nur einen Zahnarzt, sondern auch Tammes neue Erfindung, eine Pferdesauna. Ihr Vater hat mir gesagt, schon mit 3 haben Sie die Beine von den Pferden gezogen. War immer mein Leben. Früher habe ich dann die Mädels kennengelernt, dann habe ich die immer erst lang gezogen. Und dann hatte ich Zeit für was anderes. Aber dann waren sie auch locker. Ja? Ja. Tamaranken ist so erfolgreich, er hat den Ruf von einem Wunderheiler.
Ja, es gibt schon Pferde, die schlachtreif waren und kommen hierher und werden behandelt. Und ein paar Wochen später rufen sie an, also ihr Pferd geht wieder am Turnier. Ne? Gab es auch Menschen, die schlachtreif waren, die er geheilt hat? Ja, viele. Da es mit den Pferden so gut klappt, haben auch einige Menschen Tamme gesagt, Tamme, kannst du mich einrenken? Kein Problem, sagte Tamme, aber die Tiere haben Vorhang. Sind Sie Mensch oder Pferd? Mensch. Mensch, dann haben Sie keinen Vorhang. Nee. Nach einer kurzen Pause werden endlich die Menschen behandelt. Das Gute, jeder muss nur zahlen, so viel wie er will. Hatten Sie schon arme Leute? Ach, viele. Ja. Wir gehen viele, die haben einfach nichts und die brauchen auch nichts geben. Kriegen noch eine Tasse Kaffee zu und dann geht's weiter. Ja. Ich hoffe ja immer, wenn wir irgendwann mal einen Klappspaten machen, dass da oben uns ein Gutschein parat liegt, dass wir irgendwie gegen so zwei 18-jährige Engelein sitzen dürfen, oder? Da bin ich dabei. Da seine Behandlungsmethoden mit den Pferden funktionieren, 92. macht er genau das Gleiche bei den Menschen. Ja, der kleine Berufszupfer. Und? Zack. Holy moly, sagt die Anne. 2-3 Tage ist alles weg. Weil der Andrang so groß ist, muss jeder Patient eine Nummer ziehen. Das erste haben wir Nummern mit der Hand geschrieben und ausgelegt. Und die wurden dann unterwegs, und sie rauskamen, schon wie hier wieder verkauft. Da haben sie sich die gegenseitig verscheuert. Ich sage, das muss jetzt ein Ende haben. Und jetzt haben wir wie bei der Schlachterei eine Nummer und fertig. Ja, ist auch eine Schlachterei. Jean-Sébastien Bach. Das war Kuschel TV, meine Damen und Herren. Wir sehen uns nächstes Mal. Dann mache ich auch noch was anderes aus Frankreich. Vielleicht Ludwig van Beethoven oder so.